Servus Leute und willkommen zu einem runter Abschuss bestätigen in Black Ops 2 von Crash. Ja, er hat uns das Spiel hier eingesendet. Oder ja, eingesendet ist er nicht. Also er hat es mir halt einfach eher gegeben, um es zu benutzen. Ist glaube ich eine 82.5 oder eine 81.5, irgendwie sowas. Und ich kann euch sagen, der Anfang ist total geil. Also er ist da wirklich fast instant am Verrecken irgendwie. Und ja, nachdem er viermal gestorben ist, geht's dann halt los und er holt dann halt die guten Kills, also die guten Killstreaks. Und was hat er dann dabei? Er hat einen Tarnhelikopter dabei. Er hat dabei einen Warthog und er hat dabei den Lodestar. Und er spielt mit einer PDW mit Lasermarkierer und ja, ich glaube nur noch Charlie ist es dann dazu. Weiß nur nicht, ob er jetzt noch irgendwas anderes dabei hat. Das habe ich jetzt gerade leider nicht mehr gesehen im Ladebild. Ja, wenn ihr euch wundert, dass da hier ein PDG Stargon auch mitspielt, ja, das war eher Zufall, dass sie da zusammen in der Lobby gejoint sind. Und ja, ist halt dann auch noch im Gegnerteam gelandet, was natürlich sehr doof läuft. Sagen dann wieder einige, ja, er hat ja geboostet oder sonst irgendwas. Nein, glaube ich nicht. Also er stirbt zwar sehr oft und weiß nicht, aber die anderen sterben genauso. Also jetzt wirklich, wird er auch sehen, er rennt jetzt nicht unbedingt immer auf ihn zu und lässt sich töten oder so. Also die spielen schon richtig normal, weil was bringt das zu boosten? Das ist erstens, wäre das für das Video hier voll fail. Weil bringt nichts, wenn die sich hier da irgendwie durch Boosts einfach nur pushen würden, um die Scorestreak hochzutreiben. Und deswegen werdet ihr auch sehen, dass eigentlich das Spiel relativ normal verlaufen ist. Aber das ist ja jetzt eigentlich auch nicht Punkt der Sache. Das Thema, was ich mir heute so ausgedacht habe, ist ja allgemein zocken, dann ja so Schule und hast du nicht gesehen, halt so das Ganze, was da so ein bisschen alles dazu gehört. Ja, ich muss sagen, zu dem Thema zocken, ich habe früher einigermaßen nie gezockt, ist auch geil. Ja, heute ist es ein bisschen anders, also heute ist es schon so, dass ich sagen muss, ja, ich zock doch schon relativ viel und häufig. Aber eins darf man nie vergessen, man darf seine Freunde, die man so halt anfassen kann, ne, die halt all um sich drumherum sind, darf man nie vergessen, man darf sie nie vernachlässigen. Und man darf auch nie vergessen, dass man, wie ich jetzt, arbeiten gehen muss oder eine Arbeit hat. Oder halt wie andere jüngere Leute, die halt noch Schule machen oder Abitur. Sollte man nie vernachlässigen. Weil du kannst ja wirklich damit deine Zukunft so versauen und so kaputt machen und da wirst du dich dann dein ganzes Leben lang ärgern und sagen, warum habe ich damals nicht in der Schule richtig aufgepasst oder war immer so müde, weil ich halt die ganze Nacht durchgezockt habe und bin dann in der Schule halt eingepennt, habe dann nicht mitgekriegt, was mir geschrieben haben oder habe halt meine Hausaufgaben nie gemacht, weil ich halt nie Zeit hatte dazu. Ich habe mir dann dadurch unnötig Sechsen gefangen oder so. Und ich weiß nicht, ich finde, das bringt es überhaupt nicht. Weil wer kann schon von dem Zocken leben? Es gibt vielleicht, was ich nicht, weltweit, von allen Gamern, die es hier gibt, gibt es vielleicht 2-3% Pro-Gamer, die da vielleicht ein bisschen Geld mit verdienen können. Aber ob das jetzt auch richtig zum Leben reicht, weiß ich nicht. Also es gibt zwar jetzt hier, wo ich jetzt gesehen habe, wo es richtig dick Geld gab, war glaube ich bei League of Legends. Da waren jetzt vor ein paar Monaten Weltmeisterschaften und da war glaube ich Preisgeld irgendwas 2 Millionen. Ja, muss dann aber halt umrechnen, es gab glaube ich für die ersten 5 was und da sind immer 5er Teams. Und meistens sind es aber dann noch mehr in dem Team, also die haben ja dann meistens noch so 2-3 sagen wir mal Reserve- oder Auswechselspieler dabei. Und die wollen ja dann auch was dafür haben. Dann hast du halt zwar erstmal für ein bisschen was ausgesorgt. Ja gut, dort ist er halt so ein Spiel, da musst du jetzt nicht so krass investieren. Also da kannst du wirklich ohne Geld richtig gut sein. Aber es gibt halt wirklich viele Spiele,
die wirklich so auf der Basis Pay-to-Win laufen. Meistens sind es so Free-to-Play-Games. Ich weiß nicht, da gab es, glaube ich, immer so ein Spiel, das habe ich früher auch gespielt, das nannte sich Shop Online, glaube ich irgendwie. Das war so ein, halt so ein Online-Golfspiel. Und da konnte man wirklich halt ohne echt Geld zu investieren nicht wirklich leveln dann in einem hohen Level. Man konnte nicht wirklich irgendwelche guten Items sich kaufen, weil der einfach das Geld gefüllt hat. Gut, es wird wahrscheinlich auch Gegenbeweise geben, aber um ja dann in einem relativ niedrigen Level dann auch schon relativ gut zu sein und um dann auch schnell weiterzukommen und größer zu werden, muss man halt echt investieren. Und das Geld muss erstmal aufgebracht werden, um dann im Endeffekt durch den Einsatz sich wieder Gewinn rauszuholen. Es gibt ja jetzt auch zum Beispiel bei Diablo 3 gibt es auch so heftige Leute, ich glaube, weiß nicht, habe ich mal jetzt bei einem Stream da gesehen, habe ich mit Stargon zusammengeguckt. Der Typ, der das gemacht hat, der hat, glaube ich, knapp 250 Euro einfach nur in seinen Champion investiert, den er da hat, oder in seinen Charm. Und tut aber, wenn es gut läuft, so am Tag 160 bis 300 Euro ungefähr einnehmen, nur im Verkauf, im Auktionshaus, oder halt dadurch, dass er Echtgeld, also das Ingame-Geld halt für Echtgeld verkauft. Und da lohnt sich schon wieder, aber wie gesagt, du musst halt erstmal so weit kommen, du musst dann die ganze Zeit dazu aufwenden. Und dann ist halt immer noch eine Frage, wie lange geht das gut? Wie lange ist das Spiel so angesagt, dass man es wirklich zockt? Und dass man sich damit, ich sag mal, auch in Anführungsstrichen seinen Lebensunterhalt finanzieren kann. Und dann sagst du dir so später, ja, ich kann halt geil zocken. Und ich bin vielleicht, hab die beste KD bei 500 Leuten, die ich kenne und weiß nicht, mach vielleicht die geilsten Trickshots oder sonst was. Aber im späteren Leben, wenn du dann mal so, weiß nicht, 30, 40 bist oder so, dann ja, nicht mehr die Reflex hast, um schnell zocken zu können, das ist ja meistens so, ist ja bewiesen, dass jüngere Leute so zwischen 13 und 15 haben die besten Reflexe, was jetzt allgemein so Shooter angehen so geht. Und je älter man wird, umso schlechter werden die Reflexe wieder. Und ja, irgendwann bist du halt einfach zu alt, um gut oder bei sowas mitzuspielen. Und dann musst du halt arbeiten und dann sagst du wieder, ja, ich kann dies nicht, ich kann jenes nicht, ich habe halt nie wirklich was gelernt, habe war halt zu faul, irgendwas zu machen. Und dann hast du dir halt die Zukunft verbaut. Und dann stehst du halt da und sagst, was mache ich jetzt? Und ja, das ist dann halt so ein Teufelskreislauf. Was ich sagen muss, also früher habe ich meinen Mathelehrer gehasst. Jetzt muss ich sagen, bin ich ihm dankbar, dass er das gemacht hat, was er gemacht hat. Also wir hatten einen Mathelehrer, der hat bei uns im Unterricht jede Stunde ungefähr 10 Minuten, oder die ersten 10 Minuten im Unterricht, haben wir so eine Arbeiten geschrieben, so eine kurzen. Das waren halt meistens immer 5 Matheaufgaben und am Ende der Woche hat er dann alle Aufgaben, die wir halt geschrieben haben, zusammengerechnet und hat uns dann eine Note drauf gegeben. Es war halt alles Kopfrechnen, war aber halt so ganz normal. Also es war mal, durch, dann war es Dreisatz, halt alles, was du so wirklich im Kopf rechnen kannst. Und jetzt muss ich ihm sagen, echt danke dafür. Ich kann jetzt zum Beispiel, was mich jetzt arbeitsbedingt betrifft, kann ich gut irgendwie jetzt Sachen einschätzen, wie schwer das ist oder wie lang das ungefähr ist, durch halt durch die Länge schätzen. Gut, das hat jetzt vielleicht nichts unbedingt mit dem Mathe zu tun, aber ich kann halt ausrechnen, wenn ich jetzt weiß, das ist 12 Meter lang, das hat die das Gewicht ungefähr pro Meter, dann weiß ich ungefähr, wie viel ich da zusammenpacken kann, um das jetzt nicht für den Kunden zu schwer zu machen zum Entladen dann. Das ist halt also so einfache Überschlagsrechnungen sind dann gar kein Problem mehr. Was dann so, ja, Wurzeln oder irgendwelche Dezimalbrüche sind oder so. Gut, dann setze dich halt mal hin, machst es halt schriftlich, also schreibst halt auf oder nutzt dann halt wirklich einen Rechner, wenn es zu komplex wird. Aber normal, eigentlich fast bei mir alles im Kopf. Und dann muss ich sagen, das ist gut. Ja, was auch heftig ist, dass das Englisch jetzt so krass teilweise in sinnlosen Berufen, sag ich mal, ne, beansprucht wird und gebraucht wird, ist schon heftig. Ja gut, ich
bin nicht ganz zum Ende des Themas gekommen. Das Spiel ist leider vorbei. Ich bedanke mich fürs Zugucken und ich verspreche euch, beim nächsten Mal werde ich dann auf das Thema weiterhin eingehen. Na? Haut rein und macht's gut.